Ich weiß nicht, was ich noch. Willst du mir Ärger einbrocken? Dreh mir keinen gestohlenen Krempel an. Ärgerlich. Sehr ärgerlich, dass das nicht so funktioniert wie gedacht. Ja. Okay. Unterkunft. Ist doch hier, oder? Dass die. Nee, da ist es. Okay. Verdammt, ich bräuchte einen verlässlichen Händler, der mir die Sachen abkauft. Bewohner, Bürger. Okay. Ah, wahrscheinlich bist du hier die Martha. Das ist Handel. Okay, auf ein neues. Waffen, Knüppel vielleicht. Zwei Knüppel. So, machen wir mal nichts Teures. Willst mir gestohlene Waren unterjubeln, was? Nicht für diesen Preis. Wie viel schwebt dir vor? Oh. Das ist nicht schlecht. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Die kauft mir geklaute Sachen ab. Alles klar. Bist du? Wirt. Guten Tag. Und wie läuft es in Thalmberg? Ist alles friedlich hier? Ah, die Dinge stehen nicht schlecht. Alles Gute. Okay. Vermögen des Händlers 200. Ah, okay. Vielleicht kauft er mir auch den anderen Kram ab? Irgendwas. Hier Trinkwasser. Ja, 208. Jetzt müsste ich für 50 Tacken hier einkaufen. Käse. Energie minus 3. Oh. Aber keine 5 Tage. Gekocht, gekocht. Braten, Brot, Brezel. Vier Tage. Hat er hier nicht ge... Okay, zwei. Vier. Körperkeit unendlich. Das ist doch schon mal... Warum nicht? Zahlt. Was? Oh, der ist teuer wie noch was. Das sieht wie gestohlene Ware aus. Die kaufe ich nicht. Damit, du hast doch gekauft von mir. Das war gestohlenes. Kannst versuchen. Ein fragwürdiger Handel. Viel werde ich dir nicht dafür geben.
Dann einigen wir uns auf den Preis. Das ist 120. Ja, das sollte passen. Die handelt mit mir gestohlene Sachen. Das ist sehr gut zu wissen. Muss ich ihm eigentlich noch verkaufen? Okay. Kaufen. Nahrung. Noch habe ich. Ich glaube, du willst mir hier Diebesgut andrehen. Dafür zahle ich weniger. Wie viel schwebt dir vor? In Ordnung. Gott, Ruf verbessert. Wunderbar. Ich bin gestohlenes Zeug losgeworden. Gewicht. Oh. Oh, okay. Ich meine, ich bekomme dafür nicht den Preis, den ich eigentlich bekommen sollte. Hier ist das Badeding, ne? Ja. Aber ich bekomme immerhin etwas dafür. Und das ist auch schon was wert. Definitiv. Ist natürlich doof, dass die jetzt ausgerechnet da reingehen. Dann könnte ich mal das Haus auschecken. Okay. Tschüss, so also kann ich nicht rein. Alles klar. Goddammit. Jetzt muss ich warten, da sind die Fälle drin und so. Obwohl, viel hat die nicht mehr. Die hatte 200. Ah, nee, die müsste noch irgendwie 100 haben. Schlossklacken leicht. Hatte ich die übersehen? Halt schon, los, sind die dreckig? Kann ich es machen, solange die da ist? Kann ich die irgendwie weglocken? Meinetwegen. Das sind einige Vorräte. Schon wieder überladen. Oh, sie geht raus. Nach ihnen. Dass sie sich nicht beschwert. Okay.
So. Ich kann nicht schnell laufen. Ich gehe schon recht langsam. Und ich bin ziemlich schwer. Zum Glück kauft die mir das alles ab. Auf jeden Fall helfen. Bekomme ich da tatsächlich schon mal eine Menge Geld. Man wäre natürlich cooler, wenn ich die Dinger verkaufen hätte können, ohne dass jemand drauf gekommen ist, dass die gestohlen sind, aber bei dem Wert. Schlecht was machen. Da kann man wohl schlecht was machen. Aber was soll's? Meine getreue Hehlerin, ich komme mit Nachschub. Handeln. Vermögen des Händlers 107. Jo. Ich meine, irgendwann werde ich das alles nochmal brauchen. Definitiv. Aber, naja. Wein, Rätsel, das Wohnen. Bei euch aber ist es ganz gut. Speck. Okay. Drei gestohlene Fackeln. Ist auch gut, die loszuwerden. Händlerhut, den behalte ich noch. Ansonsten. Keine Ahnung. Apfel noch. Alles, was ich geklaut habe, kann eigentlich ziemlich weg. Ja, die Verbände sind nicht schwer genug, als dass sie zur Last fallen würden. Willst du mir gestohlene Waren unterjubeln, was? Nicht für diesen Preis. Dann einigen wir uns auf den Preis. Okay. 35, hä? Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Alles klar. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Okay. Ruf verbessert. Okay. Ich meine, ich könnte jetzt noch überall hier rumrennen und Sachen klauen. Aber ich meine, ich habe mittlerweile... Wo steht's? Keine Ahnung. Tja. Und sonstiges. Groschen. 193. Das ist nicht die Welt. Aber es hilft. Die Rüstung ist halt elendig schwer. Da kann ich bestimmt auch noch irgendwann... irgendwie was drehen, dass ich da auf jeden Fall noch weniger, oder dass die getragene Rüstung leichter wird, irgendwie sowas. Oder ich krieg Satteltaschen für mein Pferd oder sowas. Ja. Ist mir zurückgekommen, ne? Wenn du aufhörst, neben mir zu gehen, dann wird das einfacher. So, wollte ich nochmal auf der Map gucken. Ich habe hier jetzt beide Orte aufgesucht. Jetzt habe ich den einen Marker entfernt und keinen Mann gemacht. Okay. Marker?
Ah, beweg dich, Pferd. Haben wir doch noch eine Händlerin. Du bist mein Auftraggeber, oder? Grüße. Hast du zufällig Arbeit für mich? Nicht wirklich. Außer, du bist von der waghalsigen Sorte. Wie meinst du das? Wie du siehst, gerbe ich heute. Kaufen kann ich nur vom Jägermeister und der gibt mir nie genug. Ich würde ja selbst jagen gehen, nur hat er immer ein Auge auf mich. Du hingegen? Ich bezweifle, dass der Meisterjäger glücklicher wäre, wenn ich in seinem Revier wildere. Nein, aber er muss ja nichts mitkriegen. Pass auf, ich würde einen guten Preis für die Häute zahlen. Und manchmal bekomme ich eine Bestellung und brauche dafür was Bestimmtes. In so einem Fall wäre ich noch großzügiger. Wenn du mir ein paar Mal aushilfst, kann ich dir außerdem was Nützliches beibringen. Benötigst du denn keine Häute? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich brauche Wildschweinhäute. Das Leder ist nicht das Beste, aber der Schuster macht daraus billige Schuhe. Und vor Herbstbeginn ist die Nachfrage hoch. Mach's gut. Okay. Okay, gut. Warum nicht? Könnte man nachts alles stehlen, ne? Oder wenn du gut genug bist, kannst du es an sich stehlen. Okay, ich will jetzt nicht zu sehr hier anfangen. Erstmal ein bisschen die Aufgaben erledigen. Wäre bestimmt nicht verkehrt. Bevor ich anfange, alles Mögliche zu erledigen. Und dann, weil ich nicht die Side-Quest fertig habe, bevor ich die Story überhaupt richtig angefangen habe. Irgendwie sowas. Scheint nichts Besonderes zu sein. Ach, das ist nur ein Lager von... Okay. Ich würde sagen, irgendwie... Das ist komisch vor. Schleifstein. Ist abgeschlossen auf der Flucht. Oh, okay. Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Jetzt bin ich bis zum Dings geritten, okay. Bis zur Stadt. Dorf. Was auch immer. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Komisch, der hat nicht alles an, was ich anhatte, aber... Naja. Oh, das sieht auch ziemlich hinüber aus. Ist abgeschlossen auf der Flucht. Okay. Jetzt entdeckt den Schleifstein. Heimkehr begonnen. Schmied. Suche nach deinen Eltern. Mein Gott. Okay. Okay.
Wow, das ist eine Menge. Ja, auf jeden Fall kann ich ein bisschen was essen und kaufen kann ich davon bestimmt auch gut. Was noch? Also, es ist ja nicht geklaut, es ist ja geplündert, also. Ja, hier ist natürlich dann jetzt nichts mehr. Hatte ich schon. Oder die hat einfach nichts, je nachdem. Traurig. Man muss die Dinge ja nicht verschwenden, die die Leute dabei haben. Man muss es ja nicht verschwenden, das ist... Ich meine, es ist zwar echt... aber... Okay, kann ich gar nicht erst öffnen. Aber jetzt habe ich wieder zu viel. Wie viel habe ich denn zu viel? Oh, verdammt. Mal hier dann... fallen lassen. Fallen lassen. Ansonsten... Können wir die Fackel und die Fackel fallen lassen. Karotten 3 Stück. Da bin ich auch schon wieder im Gewichtslimit. Okay. Es fällt einfach so auf den Boden. Wunderbar. Ich meine, sie sind immerhin am Friedhof und der Kirche in irgendeiner Form. Achso, ich kann mich auch. Okay. Wunderbar. Ich würde dann einfach nochmal gucken, hier in dem Haus, aber ich gehe einfach jetzt davon aus, dass hier alles soweit geplündert ist. Ich kann mich setzen, aber... Nee, hier sollte durchweg alles geplündert sein, ich sehe auch keinen Grund. Warum es nicht geplündert sein sollte. Von daher. Nun. Nur mal. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Ich mach dich kalt. Wie kann ich mein Schwert ziehen? Hast weiche. Ich habe keine Ausdauer. Wieso? Wie kann ich mein Schwert ziehen? Steuerung. Ja, das war's jetzt rechts. Button. Linke rechts. Angriff abbrechen. Ziel fokussieren. Spezialangriff blocken. Nahkampfwaffe ziehen. 1. F. Fallen lassen. Okay. Gnadenstoß. Bin ich wieder zu schwer, ne? 6. Jetzt müssen wir ja schon langsam angucken, was wir hier nehmen und was nicht. Den kann ich gar nicht blenden. Ist klar. Mal gucken, was wir hier in der Hütte haben. Da ist noch Licht drin. Schlafen und speichern. Jetzt kann ich hier wieder... Nein, nach
wirklich nach Zustand. So. Guck mal hier, da kann ich doch. Wieder waren's. Ja, die Zwiebeln. Das ist jetzt so lange der minderwertige Zug fallen. Schwert. Sechs. Das Schwert wollte ich mir nochmal. Ach nee, Sechs ist ein. Ist ein Haumesser? Was ist das denn? Wo? Ist Blut dran, ne? 45 Schaden. Das können wir ja auch nochmal benutzen, ne? 35 ist nicht verkehrt, aber 4,8. Das kann man noch fallen lassen. Geflickte Beinlinge. Das ist immer noch 39 Gold wert. Trockenobst. Oh, das hält sich lange, oder? Haltbarkeit. Getrocknete Pilze. Genau. Dann können wir Sattheit und Energie ein bisschen auffüllen, indem wir ein bisschen was essen. Dann nehmen wir das Brot, das ist schön. Oh, Sattheit. Und schon bin ich satt. Okay. Brauche ich denn noch? Oh ja, dann lass die Fackel fallen, dann haben wir doch noch. Das müsste einfach liegen. Ja, blocken. Ah, Kuba blocken. Wo ist überhaupt mein Pferd? Wo habe ich das stehen gelassen? Wildstock. Aber wo ist mein Pferd verflucht? Kann ich das auf der Karte vielleicht sehen? Oh. Okay. Natürlich nicht. Wo ist mein doofes Pferd? Dammtags. Kein Pferd. Weiß nicht, wo es ist. Ich meine, ich habe hier unten die Szene gesehen. Ich bin dann hier hochgegangen. Aber mein Pferd ist nirgends zu sehen. Dann war ich schon. Ah, okay. Zwei ist wegstecken. Oh Gott. Naja, manche Menschen wurden halt auch gehängt. Unglücklich, aber es ist doch. X Pferd. Eye Tracking. Ich weiß sowieso nicht. Heustand.